Ja, hallo, liebe Autofreunde. Ich bin Satenshi und wir spielen Kurs Out. Ein Beta-Spiel, ja, eine Closed-Beta-Spiel. Wenn ihr es mitspielen wollt, Leute, weil ich das immer wieder gefragt werde, auf die Internetseite gehen, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dort könnt ihr entweder euch anmelden für die Warteliste. Und wenn ihr euch angemeldet habt, kriegt ihr halt irgendwann mal eine Mail, dann könnt ihr vielleicht mitspielen. Ist aber nicht garantiert, logischerweise. Und dann müsst ihr halt einfach warten, bis das Spiel dann fertig ist. Dann ist es ein Free-to-Play-Spiel. Das ist also dann kostenlos. Vielleicht gibt es ja auch eine Open-Beta irgendwann. Keine Ahnung, wird es bestimmt geben. Oder ihr kauft euch für 20 Euro das Early Access. Also den Zugang könnt ihr euch kaufen für 20 Euro. Dann könnt ihr sofort die Closed-Beta mitspielen. Allerdings muss man dazu natürlich sagen, das Spiel wird später kostenlos sein. Ist natürlich die Frage, will man da 20 Euro reinstecken oder nicht? Okay, so, und wir werden heute ein paar Raids spielen. Ich werde gleich anfangen, weil ich brauche ja die Kupfersachen. Also spielen wir heute mal ein paar Raids. Wir haben ja noch 190, wir könnten theoretisch 19 Raids spielen. Aber wir wollen natürlich nicht übertreiben. Aber ein paar Raids würde ich gerne machen. Wir brauchen Kupfer. Und ich habe gelesen, alle 75 XP, die man kriegen würde aus dem Kampf, kriegt man ein Kupfer. Also müssen wir richtig viel Dings machen. Aber müssen wir da auch gewinnen? Aber wenn man gewinnt, kriegt man, glaube ich, mehr XP. Ich bin mir auch nicht sicher. Steht ja nirgendwo da. Vielleicht sollte man einfach schauen. Mal gucken. Mal drauf achten. Wenn wir jetzt verlieren. Aber es scheint echt random zu sein. Eigentlich ziemlich geil. Das ist eine andere Map, ne? Ja, das ist eine andere Map. Die ist kleiner. Das ist gut. Die Frage ist ja, bringt es mehr Punkte, Gegner zu killen? Oder die Dinger hier kaputt zu machen. Oh scheiße, ich werde gleich nur beschossen. Wow, die treffen mich ja zum Glück nicht. So. So, machen wir da mal ein bisschen mit drauf. Scheiße, sind drei Gegner auf einmal. Okay, einer ist down. Dann mal schön vorne auf die Motorhaube schießen. Denn da ist der Motor drin. Da ist der Motor drin. So. Hört sich echt mit mir anlegen, hä? So, ich fahr mal mit dir hoch. Da oben ist noch so ein Ding, sehr schön. Ich weiß nicht, ob die random sind. Oder ob die Spieler, die hier schon sind, ob die das einfach wissen, dass die Dinger da sind. Oh scheiße, ich werde bestimmt gleich beschossen. Da ist noch einer. Ist das schon kaputt? Nee. Geil. Ich kann einfach von hier oben drauf schießen. Hahaha. Dauert ein bisschen. Okay. Weil man hat ja noch immer noch die Überhitzung der Waffen. Da muss man mal kurz aufhören. Aber ich bin der Einzige, der drauf schießt. Das finde ich gut. Und hier ist auch kein NPC. Na gut, tschüss. Oh, ich dachte, der rutscht runter. Scheiße. Kann ich runterschubsen? Los, rutsch runter. Rutsch runter, Mann. Hahaha, der ist runtergerutscht. Da hinten, was ist damit? Das ist auch eins. Geil. Ja, nice. Es scheint eine easy Map zu sein. Huch, wo kommt der denn her? Okay, danke für den Rücken freihalten. Thank you very much. So. Da ist noch einer da drüben. Geil. Und die Leute wissen natürlich, wie es geht hier. Die wissen das natürlich. Das sind alles Vollprofis. Wir wissen, wo alles stehen. Perfecto mundo. Ich weiß aber nicht, ob das so viel XP bekommen jetzt, weil ich ja nicht so viel gekämpft habe jetzt. Ich hoffe, ich kriege einen Haufen Kupfer. Ich brauche einen Haufen Kupfer. Wo ist das letzte Ding? Ich habe keine Ahnung. Lass uns mal ein paar von diesen komischen Roten hier killen. Oder auch nicht. Doch, da. Wow, shit, 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 sorry. Und, boah, Alter, wer macht denn hier so viel Damage? Oh, shit. Yeah, diesen Slide. Habt ihr den Slide gesehen? Der ist so nice gewesen. Lass mich die nochmal totrammen. Hat er mich extra weggeschubst, damit meine Blades sie nicht treffen können. So. Hätte ich auch mal was getötet hier. So, wo ist jetzt die letzte Pumpe-Check? Wo ist die, da ist die letzte Pumpe-Check. Was hat denn der für eine Waffe dran, dass er so viel Damage macht? Sehr abartig. Aber die Leute, die hier sind, die sind ja alle schon, die sind ja alle mindestens Level 7, ne? Sonst können sie die Raids ja nicht machen. Deswegen haben sie bald da kaputt gemacht. Ich mache jetzt noch ein bisschen Schaden. Versuche ich zumindest. Ich bin gerade unterwegs gewesen, um NPCs zu suchen, die vielleicht leichter sind zu killen, aber bleib lieber doch in der Gruppe. Dann sterbe ich wenigstens nicht. Da ist noch einer. So, da ist noch was. Dem, 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 dem. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Und gewonnen. So,
So, bin ich mal gespannt, wie viel wir bekommen haben. 300, ja, bis 5 Kupfer geschafft. Ja, okay, ist okay. Und könnte mehr sein. Nö, ich will nicht zurück. Doch, muss ich ja. Könnte mehr sein für meinen Geschmack, muss ich sagen. Da hätte ich schon ein bisschen mehr. Naja, egal. Wir haben jetzt. Dann geht einfach nochmal rein. Nochmal, komm. Einfach nochmal. Richtig fett rein. ich hoffe, ich kann mal wieder so eine gute Map. Weil das läuft echt gut. So. Das ist wieder die gleiche Map. Nice. Mal gucken, ob die an der gleichen Position stehen. Wenn ja, wäre natürlich echt geil. Dann wissen wir ja schon, wo wir hingehen. Erstmal gleich nach rechts ballern. Ah nein, die stehen anders. Die sind random. Nein, die sind random. Da hinten ist eins. Hier ist der steht aber hier. Der steht richtig. Oh oh. Bitte nicht auf mich schießen. Nein. Oh Gott. Ich wollte den Tod rammen. Frag mich nicht warum. Aber ich dachte, das wäre eine gute Idee. Ach, da ist ja noch einer. Oh fuck. Fuckity fuck. Nicht auf mich schießen. Da sind noch viele andere Gegner, die du umbringen kannst. Oh Gott, ich glaube, also reifentechnisch bin ich nicht mehr so gut bestückt. Oh Gott. Ich glaube, man hat ein extra Leben. Ich glaube, ein extra Leben hat man noch. Ich versuche die Gegner aufzuhalten mit meinem bisschen fahrischen Können, das ich noch besitze. Ja, ich kann bloß die Waffe nicht nach unten schieben. Jetzt geht sie nach unten. Die Gegner müssen auf der linken Seite sein. So. Ja, irgendjemand muss sie ja auch aufhalten. Aber ich glaube, man bekommt echt weniger XP wahrscheinlich. Also es wäre irgendwie logisch, dass man hier weniger XP kriegt, wenn man nicht die Türme kaputt macht. Ich kann eigentlich noch richtig gut fahren, muss ich sagen. Nicht schlecht. Läuft ganz gut noch bei mir. So, noch ein bisschen killen. Na? Gehst du kaputt? Gehst du kaputt? Oh, da kam gerade ein Schuss von der Seite. Nicht schön. Aber lass mich wenigstens noch töten. Lass mich den noch töten. Ne, hab ich verarscht. Okay, dann hier, den noch kaputt machen. Wir versuchen mal mit drauf zu schießen. Treffe ich den? Ja, ich treffe ihn. Okay, okay, okay. Ich helfe dir. Oh, shit. Ja, die haben wir noch kaputt gekriegt. Sehr schön. Alter, wie kann... Oh Gott. Oh Gott. Das war's für mich jetzt wirklich. Ich habe bloß noch zwei Räder, links und rechts. Nur auf der einen Seite. Zwei Räder auf einer Seite ist nicht so klug. Nicht so gut. Kann man nicht mehr so gut lenken. Weil ich mache noch so viel Schaden, wie ich kann. Hier, ich kill euch alle. Ich mache euch alle fertig. Ich mache euch alle. So. Irgendeiner muss euch ja aufhalten. Ihr verrückten Idioten. Wieso stirbt der nicht? Oh Gott. Der hat eine fette Waffe, der Typ. So, der eine müsste jetzt eigentlich gleich explodieren. Komm schon, explodiere wenigstens noch. Geht doch. Leute, ich kann immer noch fahren. Das gibt's ja gar nicht. Ich komme immer noch vom Fleck. So ein bisschen. Oh. Dachte er sich wahrscheinlich auch hier. Gleich bin ich erledigt. Nein, der bohrt mich tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Du Arsch. Das ist nicht nett. Ich drehe mich einfach im Kreis. Dann kann ich dich... Oh nein. Nein, geh weg. Geh doch weg. Mann, was ist das für ein Kack hier? Alter. Okay. Das hat mich ordentlich gekillt. So. Dann lass uns mal zu den anderen Pumpen... Was? Oh nein, die haben das nicht geschafft, die Pumpjacks kaputt zu machen. Das gibt's ja gar nicht. Oh, scheiße. Ich glaube, das schaffe ich zeitlich gar nicht so. Oh, Kacke. Die haben die nicht kaputt gemacht. Oh, da ist noch ein Pumpjack. Schnell. Oh, hier sind auch noch welche. Lol. Haben die sich alle nur aufs Kämpfen konzentriert? Ich konnte ja leider nicht woanders hin. Ich war ja ziemlich kaputt. Und jetzt werde ich auch gleich ziemlich kaputt sein, wenn ich Pech habe. Ah, geh weg. Nein, komm, wir brauchen die Sekunden. Wir müssen ihn kaputt machen. Ah, komm schon, geh kaputt. Stirb endlich.
Geht doch. Und da ist dann der nächste. Wir hatten ja noch. Da hinten ist noch einer. Vielleicht kriegt man den auch noch tot. Wir haben ja wieder ein paar Minuten bekommen. Schwein gehabt. So. Natürlich ist es wichtig, auch die NPCs kaputt zu machen, aber. Ja, auf die mit drauf zu ballern ist, glaube ich, auch wichtig. Wo wollte denn der hin? Ah, er hat's gesehen, er hat's gesehen. Nice. Pumpenzerstörer, das ist mein Name. Pumpenzerstörer. Das ist mein neuer Titel. Man sieht leider sein Leben nicht. Ah, jetzt sieht man ihn. Ja, sehr nice. Der geht jetzt da rein und wird beflaggt. Er ist halt so dumm wie ich. Boah, noch knapp geschafft. Ich dachte echt, wir verlieren das, ne? Wir waren, glaube ich, bei 20 Sekunden vorhin. Yeah, wieder 5 Stück bekommen. Diddle, diddle, diddle. To the garage, to the garage. Wenn wir immer 5 Stück schaffen, dann brauchen wir für 40 nur... Wie viel brauchen wir da? Ich weiß es nicht. 6 Matches? Nee. Sag mal, bin ich doof? 40 durch 5, Leute. 40 durch fucking 5. Bin ich... Das sind 8. 8 Matches, meine Fresse. So, ich will mal kurz schauen. Wie viel haben wir denn jetzt? 16 haben wir schon. Und ich will ja das Ding haben. Und dann bräuchten wir noch mehr, weil ich ja das noch haben möchte. Man könnte aber auch gucken, dass man auf dem Marktplatz die Dinge, was sich kauft. Hier, kann man 100 Stück kaufen für... Für 417C. Ach du Scheiße. Dann müsste ich... hier gibt es 10 Stück, die man sich kaufen kann. Man könnte aber auch... ja, Scrap verkaufen. Wenn das überhaupt geht, für 90. Dann müsste man Scrap verkaufen. Sehr viel Scrap. Um mich dann Kupfer kaufen zu können. Boah, muss man... Oh Gott. Da muss man ungefähr 500 verkaufen, damit man sich 100 Kupfer kaufen kann. Oh, krass. Ich will einfach alles haben. So. Dann gehen wir einfach nochmal in die Schlacht rein. Wir müssen jetzt ein bisschen farmen. Tut mich ein bisschen leid, aber wir müssen einfach ein bisschen farmen. Und das werden wir jetzt auch tun. Hehehehe. Ah, es geht schon los. Ich will mal cutten, aber es geht so schnell. Es geht so schnell. Siege. Find and destroy all pump jacks. No problemo. Gleiche Map again. Okay. Erstmal einen Schluck trinken. Nein, ich habe nichts mehr zu trinken in meiner Tasse. Da muss ich doch gleich meine Apfelschorle nicht... Nein, Apfelschorle, scheiß drauf. Wir machen... Oh. Ah, schön, dass sie da so steht. La 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 la. Oh, da ist schon der erste Gegner. Egal. Können wir ja gleich mit umhauen. Warum nicht? So. Da kommen gleich die nächsten. Alter, die machen ordentlich Damage. Hallo! Ja, gefällt dir nicht, hä? Wenn jemand hier hinten reinschießt. So. Dann fahren wir jetzt hier um die Ecke und kriegen hoffentlich noch so einen Turm zustande. Noch ein bisschen geholfen. Was? Noch einer? Was ist hier los? Den ramme ich einfach. Hehehe. Man kommt gar nicht dazu, was anderes zu machen. Die kommen ja... Hier, da um der Ecke ist noch ein Turm. Und der Turm schießt auf ihn. Das finde ich gut. Ich ramme ihn hier, damit der unseren Kollegen in Ruhe lässt. Aber komm, dreh dich mal. Aber das dauert immer so lange, bis er sich dreht. Ganz ehrlich, dauert ewig. So. Ah, helfen wir ein bisschen hier. Den armen Kollegen. Bam. Tot gerammt. Okay, der Nächste. Yeah, Mad Max lässt grüßen. Deswegen sagen auch viele Let's Player Mad Max irgendwie, dass es eine Mischung aus Mad Max ist. Ja, ich habe das halt mit Robocraft verglichen, weil ich halt ein Robocraft, ja, viel Robocraft spiele auf dem Kanal. So. Okay. So, wo ist der nächste Turm? Schau mal hier hoch. Oh. Weil diese kleinen Vans, ne, diese süßen kleinen Vans, die auf einmal so einen übelsten Schüsse rausholen. Aber er kann halt nicht nach hinten schießen. Das ist halt so sein Problemo, ne? Hast du Problemo? Hast du Problemo? So, next Turm. Wo finde ich den jetzt? Ich fahre mal hier hoch. Dann sehe ich die, glaube ich. Von hier oben müsste ich die eigentlich sehen. Ah, da ist sogar einer. Ich beschieße ihn einfach von hinten. Einfach um. Einfach um. Easy, easy. Richtig easy. Oh, shit, 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 da kommt irgendwas. Was bist du denn für einer? Willst du sterben? Was bist du ein Typ? Ich muss ihn jetzt erstmal loswerden.
Okay, ich bin losgeworden. Was? Willst du der Turm weg? Was zur Hölle? Einfach verschwunden. Kacka. Egal. Aber muss ich, aber man, also XP-technisch, also XP farmt man hier nicht in den Dingern. Das macht man nicht, um die XP zu farmen. So, sind noch irgendwo welche? Ich sehe gerade keine. Also abgesehen von Gegnern sehe ich jetzt gerade keine Pump-Checks mehr. Ich hänge hier voll fest. Kann ich nach vorne fahren? Ja. Aber mir fehlt ja auch ein Rad. Ich bei mir hält jetzt so ein Rad ab, hä? Da, der will sterben. Oh oh. Oh oh, wenn mir jetzt keiner hochhilft, habe ich ein Problem. Oh nein, ich habe kein Problem. Doch, ich habe ein Problem. Aber der Mann, der kommt dann wieder hier von hinten. Ah, wir haben noch gewonnen. Huh. Huh. Ha. Huhu. Hihi. Ah, wieder 5 Stück. Nice. Immer 5 Stück. Das ist mein Ziel. Immer 5 Stück, Leute. Das ist das Ziel. Das Problem ist nur, wir müssen jetzt wirklich ein bisschen farmen. Also gehen wir gleich nochmal rein. Vielleicht, ich werde, glaube ich, in der nächsten Schlacht, also eine machen wir noch, oder ich breche nochmal ab. Also ich habe eh nicht angefangen. Wir machen mal eine andere Waffe drauf. Wir machen mal die große, dicke Waffe drauf. Die dicke, fette, die dicke, fette Bertha, die wird drauf geklatscht. Und dann schauen wir mal, ob wir mit der vielleicht auch ein bisschen was reißen können. Im Raid. Das Problem ist natürlich, man hat eine Munitionsbegrenzung. Und das wird uns, glaube ich, das Genick kosten bei dem Ding. Ja, deswegen wollte ich es eigentlich nicht machen, aber ich brauche mal eine andere Waffe. Ich brauche mal eine andere Waffe. Nicht mal so bum, bum, bum die ganze Zeit. Da muss auch mal was anderes kommen. Da muss auch mal richtig BOOM kommen. Ich liebe das Gerät. Der Gerät. So. Andere Waffe, anderes Glück. Da vorne ist schon ein Turm. Den werden wir niedermetzeln. Ich dachte, neben uns ist auch noch ein Turm. Ja, 300 Damage? Ordentlich. Ja, ich treffe nichts mehr, okay. Hier ist ein Gegner. Wo kommt die her? Oh, shit. Ja, jetzt habe ich natürlich ein Problem, weil ich jetzt wirklich nur sowas machen kann. Und dann ist die... Meine Waffe ist gleich leer. Das ist halt... Hä? Ist nicht schön in so einem Match. 9 Schuss habe ich nur maximal. Und dann? Was mache ich dann? Ich kümmere mich um die Türme. Mehr oder weniger. Ah, scheiße. Die machen natürlich, schießen aber auch. Die Türme schießen aber auch. Wer hat euch das erlaubt? Oh. Hör auf, mich zu bebohren. Hör doch auf, mich zu bebohren, Mann. Na, gefällt dir das? Willst du noch mehr? So, ich bin totgerammt gerade, lol. Man fühlt sich schon irgendwie komisch. Ja, yeah, ich fühle mich aber echt, als wäre ich so ein kleiner Dicker. Als würde ich Haufen aushalten. Als wäre ich der Beste und Stärkste ever. Yeah, bin der Stärkste. Ich ramme dich tot, lol. Habt ihr echt tot gerammt? Ne, der Cutshoot hat ihn, glaube ich, oder? Hab ich den geklaut? War das Assist? Ich hab's nicht gesehen. Ich hätte mal schießen sollen, aber ich wollte nicht. So. Wie viel Leben habe ich denn noch? Ich habe noch einen Schuss. Und dann bin ich... Dann spawn ich hoffentlich gleich nochmal. Mit voller Munition. Wir müssen ja immerhin noch ein paar Türme kriegen. So, die kann ich noch ein bisschen rammen. Ein bisschen rammen geht noch. Ich habe da noch so ein Ramm-Ding vorne dran. Aber ich glaube, das macht nicht besonders viel Schaden. Das sieht zumindest nicht so aus. Wir müssen die Pump-Jacks kaputt machen, Leute. Okay, eine haben wir kaputt gekriegt. Hier. Die müssen wir kaputt machen. Ich habe keine Munition mehr. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Aber auf der Karte sehen die Leute jetzt wenigstens, wo das Ding ist, glaube ich. Aber aushalten tut uns doch viel schon irgendwie ordentlich was. So. Aber wie gesagt, ich werde das, glaube ich, wenn ich nochmal den Battle mache, werde ich das nicht nochmal machen. Das bringt nicht so viel. Ich muss bloß die Waffen wegballern von denen. Dann nerven die nämlich nicht mehr so. Alter, das Todrammen ist ja schon krank. Das macht schon ordentlich Damage, würde ich sagen. So, dann hauen wir den jetzt mal um da, diesen Turm. Den haben wir immerhin selbst entdeckt, oder? Ist das der? Ich weiß gar nicht, ob das der ist. Bleib stehen, bleib stehen. Anvisieren, Entschuldigung, lass mich in Ruhe, bitte. Danke. Lass mich doch in Ruhe, hab ich gesagt. Habe ich natürlich nicht getroffen jetzt. Okay. Dann hau ich den jetzt um. Hat er noch gehupt?
Es klang gerade, als ob der gehupt hätte. Oh. Naja, schießt durch deine Raketen. Ist mir egal. Ich hab mich tot. Oh, oh. Okay. Ja, wenn ich mich nicht drehen kann, wird es schwierig mit dem Schießen. Kann man die Waffen auch abschießen? So. Ich schieb mich hier durch. Ich mache hier weiter. Ich mach weiter. Bis ich keine Muni mehr habe. 4 Schuss habe ich noch. Komm schon, lass mich schießen. Sehr schön, sehr schön. Und. Hau mal, geh vor mir weg. Danke. So. Und noch ein Schuss. Ne, kaputt. Den schieße ich auch tot. So, Muni ist leer. Aber ich habe doch wieder ordentlich Schaden gemacht hier an den Türmen. Bin mir nicht sicher, ob ich mich da unten hinstellen sollte oder nicht. Ich wollte gerade runterfahren, aber ist keine gute Idee. So, wir machen aber, glaube ich, zur Abwechslung machen wir nachher nochmal eine ordentliche Schlacht gegen Menschen oder so richtige PvP. Deathmatch. Weil das hier wird auf Dauer echt ein bisschen ermüden, muss man sagen. Aber es ist halt Farm, ne? So ist es halt immer. Ist hier noch irgendwo was? Da hinten ist noch einer. Oh. Wieder so ein Typ, der nur gerade ausschießen kann. Haha. Ich kann zum Glück, habe ich eine Maschinengewehr habe ich noch drauf, zum Glück. Kann ich wenigstens ein bisschen Schaden machen. Und ich kann auch tot rammen. Das ist auch möglich. So, habt ihr gesehen? Das war der Killer-Attack. Killer-Attack war das. So, ich war ja hier lang. Oh shit. Das sieht natürlich. Der ist so nah, der Turm. Ich hätte nicht erwartet, dass der so nah ist. Kacka. So. Ich habe aber, glaube ich, nur ein Leben. Na, guck mal, die Leute haben 16 Kills, hat einer. Einer hat 16 Kills gemacht. Ja, ich kann gerade nicht anders machen, außer hier drauf zu schießen. Und hoffen, dass meine Kollegen da mitmachen. Bin mir nicht sicher, was passiert, wenn man seine Leben verbürgt hat. So, ich habe keine Waffe mehr. Na gut. Ach, dann kann... Oh, ich kann das für Geld kaufen. Lol. Ich kann mir... Ich glaube, das gewinnen wir diesmal nicht. Ich glaube, das gewinnen wir nicht. Wenn ich jetzt Leaf Battle mache, was kommt denn dann? Nee, darf ich nicht. Gut, dann mache ich einen Cut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Dann haben wir die Tür verloren. Schlechte Spieler, aber Hauptsache ein Haufen Kills. Aber ich habe meine 5 geschafft. Ich habe trotzdem meine 5 geschafft. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Aber wir machen jetzt noch ein PvP-Dings. Weil die ist natürlich ein bisschen geiler. Und dann werden wir jetzt... nehme ich da das hier? Nehme ich das Ding nochmal? Oh. Shit, meine Waffe ist kaputt. Oha. Jetzt geht's los. Das erste Mal, dass die Waffe kaputt ist. Und das bedeutet, ich kann die jetzt nicht in der Schlacht nicht mitnehmen wahrscheinlich. Was ist das hier eigentlich? Das ist Rangliste. So, wo war das jetzt mit dem Reparieren? Storage, Repair. Durability Transfer. Man kann also das dann transferieren auf eine andere Waffe. Ist das hier die Light Machine Gun? Das müsste die Light Machine Gun sein. Zum Glück habe ich davon einen Haufen. Und da müsste ich jetzt gucken. Die am wenigsten Durability hat, einfach drüber. Ich könnte auch einfach neu bauen. Ich könnte die einfach neu draufsetzen. Warum soll ich die reparieren, wenn ich die einfach... Hä? Hä, die hat doch eine Durability von 20. Was ist denn jetzt hier kaputt und was ist nicht kaputt? Installed One. Okay, das ist ja gar nicht die Waffe. Wir haben eine andere. Wir haben... Wo ist denn die Waffe, die wir installed haben? Bin ich blöd? Car Light Machine Gun? Hier steht nichts mit installed. Was ist das hier dann? Wool vom Spare. Ach so, ich kann dann reparieren, wenn ich... Die ist jetzt kaputt, die ist leer. Ich setze jetzt einfach eine neue und wenn dann nochmal 2 kaputt sind, dann kann ich reparieren oder so. Keine Ahnung, irgendwie so denke ich mir das mal. Also bauen wir einfach die Waffe ab und bauen eine neue hin. Ja, 10. Naja, ist auch nicht gerade mehr, aber... Im Moment wird es ja wohl noch genügen. So. So, dann machen wir jetzt noch schnell ein normales Battle. Und zwar hier, da kriegt man vielleicht mal das Gehäuse, wenn wir mal Glück haben. Wir werden es sehen.
Ah, ich habe noch die Waffe drauf. Oh, ich habe ja noch. Ich habe ja noch diese fette Waffe drauf. Mal gucken, ob das was bringt, die fette Waffe zu haben. Werden wir mal sehen. Mal gucken. Dam, dam, dam. Ich bin jetzt eigentlich Sniper. Ich müsste eigentlich hier hochfahren. Jetzt bin ich nicht hochgefahren. Shit. Ich müsste eigentlich von da oben dann runter snippern. Kann natürlich auch von hier unten snippern. Snippen kann man von überall. Zum Beispiel von hier oben, wollte ich gerade sagen. Aber hier sieht man ja gar nichts. So. Dann vielleicht von hier, wo der Levus ist. Wenn da nicht gerade Gegner kommen. Das Problem ist, sie haben natürlich eine Flugbahn. Man muss also einen Tick höher ziehen. Da drüben steht zum Beispiel einer. Oh, die capturen schon. Ne, wir capturen, oder? Nee. Ich weiß, nee, da. Die sind ja rot, die Gegner sind ja rot. Und ich kann noch nicht zoomen, das ist das Problem. Ich kann noch nicht zoomen mit dem Wagen. Und deswegen ist das Snipern immer so ein bisschen schwierig. George! George, Head-on gegen George. Und ich schieße natürlich voll vorbei. Totram. Einfach Totram. So, den habe ich getroffen. Die halten mehr aus als die NPCs. Das ist total unfair. Ach, scheiße. Ich muss richtig stehen bleiben, damit die akkurater wird. Na komm schon. Ich hätte noch einen Schuss verschwenden. So, die capturen schon wieder, die Säcke. Steht da oben einer? Da oben rechts? Nein. Wo ist denn der Capturer? Ach, da. Und boom. Reifen weggeballert. So, tot gerammt, glaube ich. Jetzt capturen wir das Ding. Die haben noch 4 Leute. Da sind sie auch schon. Jetzt habe ich natürlich das Problem. Nein! Ach, ich habe den falschen Zielkreuz geguckt. Scheiße. Nein! Ach, ich habe das falsche... Ach, Kacke. Ja, ich locker umgehauen. Aber guck mal, der scheint schon ein höheres Level zu sein. Guck mal, was der... Der hat dieses etwas bessere Ding schon. Hätte ich auch gerne. Ach, das war jetzt doof von mir. Egal, das gewinnen wir locker noch. Dr. Steel und Tiger werden das schon hinkriegen. Nee, das sind die Gegner. Die werden es hoffentlich nicht hinkriegen. Joshua und Spiritus. Aber der Joshua fährt irgendwie nicht so rum, als wäre es ein NPC oder so. Ja, wobei jetzt schon irgendwie. Und das ist ein richtiger Spieler. Der versteckt sich da in der Ecke. Und der fährt einfach nur dumm rum, weil es ein NPC ist wahrscheinlich. Da kommen die Gegner. Da kommen die Gegner. Der brennt aber auch. Der brennt. Und der scheiß NPC guckt halt in die falsche Richtung, weil er dumm ist. Oh Gott, ja, ja, sehr schön. Komm, die kriegen das hin. Die kriegen das hin. Oh, 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 oh. Oh Gott, der ist ein kleiner Panzer. Oh, oh, wow. Ja, sehr schön. Yeah, komm. Komm, haus um, das letzte Vieh. Easy. Victory. Aber ich hab nicht viel Dings gemacht, ne? 463, ne, wenigstens etwas. Ein Rad bekommen. Why not, why not, why not. Wir sind bei Level 8, finde ich gut. Ich bin am überlegen, ich glaube bis zum nächsten Schlacht, also bis zur nächsten Aufnahme, werde ich vielleicht offscreen ein bisschen diese Kupferfarm, Leute. Also, falsch gedrückt, hier will ich reingehen. Hier das Kupfer ein bisschen alleine farmen. Ich habe ja noch ein bisschen was. Dass ich das offscreen mache, weil das dann doch ein bisschen zu lange dauert, immer das gleiche zu machen. Und ich finde ja, das PvP ist doch interessanter momentan. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich keine Ahnung habe, was die anderen Raids machen. Was ist denn hier? Ja, auch Bump-Checks. Okay, das ist alles das gleiche quasi. Oh, hier ist es andersrum. Hier greifen die NPCs die Pump-Checks an und man muss sie verteidigen, okay? Aber das ist ein bisschen langweilig, dass es nur Pump-Checks sind, wenn ich das richtig sehe. Ein bisschen schade. Was ist das denn hier? Okay. Ja, easy siege. Das werde ich, glaube ich, mal ein bisschen alleine ein bisschen farmen, weil damit wir dann ein bisschen weiterkommen. Okay, aber bis dahin würde ich sagen, ich war der Tenji hier von Sinups Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also bis dann. Tschüssi.